Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid, liebe Griechenland-Freunde. Heute geht es wieder nach Chalkidiki, genauer gesagt an die Ostküste. Direkt neben der Stadt Olympiada liegt die alte, antike Stadtanlage Stagira. Wer mit dem Auto kommt, findet Parkplätze zu Genüge direkt an der Straße, 50 Meter vor dem Haupteingang. Es wurde dort sehr viel restauriert und wiederhergestellt und zu meiner Überraschung, obwohl es eine bedeutende antike Stadt war, die übrigens in der Zwischenzeit auch schon ein bisschen Weltruhm erlangt hat, darf man sie besuchen und das ganz ohne Eintritt, es ist komplett kostenlos. Die Öffnungszeiten übrigens werden auf Google immer verlässlich aktualisiert. Und leider ist es nicht auch spät nachmittags zum Abend hin geöffnet, deshalb wäre es ratsam, sehr früh zu kommen. Denn ab mittags und nachmittags durch die Sonne und den hohen Temperaturen kann der Besuch schon sehr anstrengend und erbarmungslos heiß werden, sodass die Besichtigung durchaus zur Tortur werden könnte. Denn man ist sehr viel der prallen Sonne ausgesetzt. Um dem vorzubeugen, sollte man unbedingt genug Wasser dabei haben, eine Kopfbedeckung wäre von Vorteil, weil man sehr viel in der direkten Sonne steht und man ein schattiges Plätzchen vergeblich sucht und gutes Schuhwerk wäre mehr als nur ratsam. Um an das erste Teilstück der Anlage zu kommen, geht es direkt erstmal 500 Meter bergauf. Am Wegrand gibt es auch immer wieder Tafeln, die einem helfen, die Flora und ihre Bedeutung zu verstehen. Sie sind in Griechisch und Englisch verfasst. An den wichtigsten Hauptgebäuden und Stellen der Stadt gibt es auch überall Infotafeln, die einem genau erläutern, welche Funktion diese Gebäude oder der Platz hatte. Die gesamte Anlage ist sehr groß und wenn man alles sehen möchte, muss man mindestens 2 bis 3 Stunden bei gemütlicher Besichtigung einplanen und man sollte sich vor Anreise der Tatsache bewusst sein, dass es immer steil bergab und bergauf geht. Für Leute mit Kreislaufproblemen oder Menschen, die beim Gehen etwas gehandicapt sind, wäre vom Besuch leider abzuraten. Für die ganzen Mühen und stellenweise Strapazen, die man auf sich nimmt, wird man aber letzten Endes dann doch belohnt. Nicht nur, dass man auf den Spuren des Philosophen Aristoteles wandelt, der dort gelebt hat, sondern es gibt auch unzählige uralte Olivenbäume, die für sich schon sehr beeindruckend sind und die den Menschen schon seit Jahrhunderten ein bisschen Schatten spenden zur Erholung. Darüber hinaus gibt es stellenweise atemberaubende Ausblicke über das Meer der Ostküste von Chalkidiki. Hauptsächlich aber ist die Stadt dadurch bekannt, dass es die Heimat und auch Geburtsstadt von dem großen Philosophen Aristoteles war, der dort 384 vor Christus geboren wurde. Er ist dort aufgewachsen, hat seine ganze Jugend dort verbracht und den größten Teil seines erwachsenen Lebens. Erbaut wurde sie von ionischen Siedlern und vom makedonischen König Archelaos I. und wurde 655 vor Christus gegründet. König Archelaos, seine Frau mit Namen Stagira, war die Namensgeberin der Stadt. Da sie auch in der Nähe in dem Ort Stagira groß wurde, das etwa 8 Kilometer entfernt liegt. Indem es auch einen kleinen interaktiven Park mit Namen Aristoteles Park gibt, den ich euch in einem anderen Video ja ausführlich vorgestellt habe. Unter dem makedonischen König Philipp II. Wurde die Stadt dann das erste Mal eingenommen und zerstört um 394 vor Christus. Aufgrund seiner Herkunft gab man Aristoteles den heute in der Literatur noch geläufigen Beinamen der Stagirit. Er soll König Philipp oder dessen Sohn Alexander den Großen, dessen Lehrer er auch zeitweilig war, zum Wiederaufbau der Stadt veranlasst haben. Die antike Stadt stand auch Pate bei der Namensgebung der 1997 neu geschaffenen Gemeinde Stagira Akanthos, ein wirklich sehr interessanter und geschichtsträchtiger Ort, wo ein Besuch sich durchaus lohnen würde. Es gibt sehr wenig Plätze in Nordgriechenland, wo man so viel geschichtliche Relevanz an einem Ort sieht.